Oh, Currywurst mit Potato Wedges und so haben wir es gemacht. Kartoffel, Olivenöl, Pfeffer, Paprika, Paprika geräuchert, Cayennepfeffer. Bake it. Ab in den Ofen. Olivenöl, passierte Tomaten, ordentlich Currypulver. Für die, die es scharf mögen, Cayennepfeffer, etwas Weißweinessig, Worcestershire-Soße oder Worcestershire, bla bla. Ihr wisst schon, was ich meine. Pfeffer, Salz, Honig, Möhren, Öl, Bratwurst. Anbraten, beide Seiten. Fertig. Zack, direkt schneiden. Potato Wedges. Selbstgemachte Currysoße. So, oh. Die erste selbstgemachte Currywurst. Ich habe eine grobe Bratwurst genommen. Seht, das halt einfach die Klappe und genieße es. Boah, ist das lecker. Und zu trinken habe ich mir heute, wie soll es anders sein, den Curry Pika von Bettina Schumann ausgesucht. Also, es liegt ja schon quasi im Namen, dass dieser Wein perfekt zu einer geilen Currywurst passt. Unsere Currywurst ist ein bisschen schärfer. Der Wein, ein Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay, eine schöne Frucht. Quitte, Ananas und schön Curry. Ich lasse mir jetzt schmecken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschaußen!